Moin zusammen. Der Gregor ist wieder hier, beziehungsweise Trelordal, und dieses Mal mit dem richtigen Account. So, mal ganz kurz die Stoppuhr einschalten, sonst wird das wieder zu lange. So, ich habe also den richtigen Account wieder gefunden. Ne? In der letzten Folge habe ich ja ein Level 2, gerade mal Level 3 gehabt. Mit dem will ich jetzt momentan hier nicht spielen. Das mache ich immer mal privat, dass ich diesen Account dann hochziehe. Wenn ich mit diesem, den ich jetzt hier habe, fertig bin. Der ist gerade mal Level 24. Das ist der, der ursprünglich auch in Quattro Colinas gewesen ist. Ne, das ist der richtige Account, mit dem ich auch gestern eigentlich mit der ersten Folge hier anfangen wollte. Also gestern Aufnahmedatum meine ich natürlich. Ne, den habe ich jetzt also wieder rausgepult und richtig rausgekramt. Und da wir mit der, in der ersten Folge hier von dem neuen Gebiet hier in Neuseeland ja quasi bis auf ein paar Ziegen zu schießen nichts gemacht haben, können wir jetzt praktisch gesehen hier von vorne anfangen. Das heißt also, wir gehen dann auch lange die Missionen hier durch. Die erste Mission ist ja klar, wir sollen hier zum Außenposten gehen. Und das machen wir ja auch. So, falls meine Stimme mal wieder ein bisschen anders anhört als sonst. Ich bin jetzt gerade erst aufgestanden. Ein drohendes Klöpfchen. Habe ich eigentlich die Virant? Ich habe die Virant dabei. Es klopft irgendetwas drohend. Aha, guck an. So, mal gucken, ob wir irgendwo was Männliches finden. Da ist doch was, aber auch da nur trivial. Also auch da. Weiblich, weiblich. Alles weibliche Tiere. Gucken wir mal lieber durch den Entfernungsmesser. Ach ja, ich habe ja bei dem noch gar nicht das große Fernglas. So, was haben wir hier? Was haben wir da? Alles nur weibliche Tiere? Nein, da ist ein männliches Tier. Und das will ich haben. Falsche Waffe. Ey! Wieso verkriecht er sich hinter dem Bau? Was wird das denn jetzt? Egal, nehmen wir auch den da. Jetzt verschwinden die natürlich alle. So ziemlich alle. Ja, gut. Ich bin ja schlecht in der Bewegung, also beim Schießen aus der Bewegung heraus. Das ist ja nichts Neues. Aber Karnickel sind auch was Nettes. Vor allem, wenn sie so hier verschwinden einfach. Ja. Dann holen wir uns die doch mal. Das ist also das erste Tierchen für diese Folge. Ja. Wer also in Hirschfelden Schwierigkeiten hatte, Karnickel zu finden, hier findet ihr die wie Sand am Meer. Ja, dann wollen wir gleich mal schauen, was das für eins ist. Ach Gott, eine Silberwertung. Hm. Ja, von vorne, klar. Kleines Profil schon. So, und da könnt ihr mal sehen, also Karnickel schießen lohnt sich, man kriegt sofort ein Level up. Naja, Quatsch, natürlich nicht. Ich habe zwar ein Level up bekommen, aber die zwei, drei Pünktchen, die der Hase gebracht hat, waren gerade ausreichend für die nächste Stufe. Ich bin jetzt aus Level 25. Ja, genau. Gut. Dann wollen wir doch mal schauen, dass wir hier tatsächlich zum Außenposten kommen. Ich hatte es in der letzten Folge, ganz kurz, 111.000, ja, ich kann mir sogar eine neue Waffe leisten. Ha, schön. Ich hatte es in der letzten Folge schon erwähnt. Ich finde diese Karte super. Ihr werdet es im Laufe der Folgen ja auch feststellen, man kann hier sehr gut schießen, man hat sehr weite Flächen. Es hat teilweise so ein bisschen den Anschein, als würde man nicht in einem Wald jagen, oder wie es in Hirschfelden ja und anderen Gebieten ja, auch Medved Tiger häufig ist. Man hat manchmal das Gefühl, man jagt in einem Park. Ja, dass irgendjemand einen Park angelegt hat mit Bäumen um Wiesen herum und auf den Wiesen tummeln sich dann die Tiere, sodass man viel, viel freies Schussfeld hat. Wenig Gebüsch. Ja, nicht so wie beispielsweise hier die Südamerika-Karte.
Park Fernando wurde sehr viel Gebüsche hast, die mich auch unheimlich immer wieder gestört haben, wo ich auch nicht allzu gerne jage, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine von den Karten, die ich nicht sehr gerne spiele, diese Park Fernando. Das ist eine rein persönliche Sache. Also jeder hat so seine Vorlieben. Meine persönliche Lieblingskarte ist neben Hirschfelden immer noch die Medved Tiger. Quattro Colina, das ist auch nicht schlecht. Das ist keine von den schlechten Karten, aber zum Beispiel jetzt die Park Fernando, es zählt nicht zu meinen Lieblingskarten. Und das Silver Ridge Peaks, dieses angebliche Rocky Mountains Ding da, ist meine absolute No-Go-Karte. Auch das ist eine rein persönliche Sache, da müsst ihr euch bitte nicht von beeinflussen lassen. Ich mag die Karte überhaupt nicht. Also die Silver Ridge Peaks, für mich ist das eine Alpenkarte. Wenn ich auf die Karte drauf gehe, habe ich das Gefühl, ich bin nicht in den Rocky Mountains, ich bin in den Alpen, in den mitteleuropäischen Alpen. Mit heimischen Tieren drauf wäre das eine schöne Karte. Aber irgendwas fühlt sich da beim Spielen für mich falsch an. Es ist für mich keine amerikanische Karte. Vom Spielgefühl her. Deswegen mag ich diese Karte auch überhaupt nicht. Wie gesagt, wenn man jetzt die Silver Ridge Peaks mit heimischen Tieren, was weiß ich, mit Rotwild und Dammwild und Rehwild, wie praktisch gesehen, Hirschfelden, vielleicht noch Quattro Colinas, gemischt, ein paar Ziegen dazwischen, das wäre eine wunderschöne Karte, aber so, na. So, im Gegensatz diese Karte. Diese Karte, muss ich sagen, nach der ersten halben Stunde habe ich gemerkt, oh, die ist was, die macht Spaß. Wie gesagt, schöne offene Flächen, wenig Gebüsche, zumindest bisher in diesem Bereich. Und die neue Waffe, die wir uns gleich kaufen werden, die 3003, die hat es wirklich in sich, die mag ich. Das ist auch selten, dass ich mich auf eine neue Waffe auf Anhieb verliebe. Ja, manche Waffen, da brauche ich Monate, bis ich das so weit akzeptiert habe, mit denen klarzukommen. Dass ich sage, okay, ja, die haben einen gewissen Wert, ja, die haben einen gewissen Sinn. Die 303, die wir uns gleich holen werden, da brauche ich gar nicht zu lange zu überlegen. Die hole ich mir. Einfach, weil das Jagen damit Spaß macht. So, okay, also, erste Außenposten. Ja gut, ob das eine neuseeländische Flagge sein soll, weiß ich nicht. Okay, was haben wir dann da? Ach, die gleichen Lampen wie in Afrika. Ja, Wellblech. Dafür aber Solarzellen auf dem Dach. Schön. Teure Solarzellen, aber mal eine vernünftige Hütte hinzubasteln, die auch einigermaßen sauber ist. Guckt euch da mal, wie schmutzig das hier ist. Ach schön, ein Wasseranschluss außen haben wir auch noch. Naja. Wäscheleine. Nicht mal die Waschmaschine, also nicht mal Wäschetrockner haben sie hier. Holz sollen wir auch noch selber fällen hier für die Heizung. Ach Gottchen. Wassertank aus der Regenrinne, eine Bärenkiste, die wir gar nicht hier brauchen. Ach, ich gehe erstmal auf den Pott hier, das ist ja fürchterlich. Ey, Toilette ist auch noch zu, ey, ja. Muss ich wohl halt in den Wald machen. Ne? So, da hat jemand seine letzte Bierdose nicht weggeräumt, also ist denn das zu fassen? Mann. Mal ganz kurz mal angucken hier. Naja, gut, das. Oh. Okay. Naja. Ich weiß nicht recht. Also. Sieht so aus, als wäre der letzte Bewohner vor 5 Minuten weggegangen und hätte nicht aufgeräumt. Oh, ich soll eine Kamera vom Tisch holen. Was ist denn das hier? Eine Kamera vom Tisch holen. Ja. Eine Action Cam. Okay. Ich muss dazu sagen, ich habe mit Grigol vorher diese Mission hier nicht gespielt. Ich habe nur mit Grigol, mit dem Hauptaccount, einen Ersteindruck versucht zu machen, zu schaffen, zu schauen, wie die Karte so ist.
Also die Mission spielen wir jetzt also live praktisch gesehen zusammen durch. So, dann gehen wir mal in den Laden. Das neue Gewehr, was ich jetzt hier haben möchte, ist das da. Ne, die FL Sporter 303. Ne, entweder in der farblichen Variante oder in der Grau-Variante. Diese hier ist beschichtet. Würde ich fast mal behaupten, ist eine freizuschaltende Waffe, ne, weil die ist grau. Ne, man sieht es hier, es ist eine graue Schrift. Das heißt immer so, dass diese Waffen freigeschaltet werden müssen. Ne? Diese hier. Und dann die anderen beiden Stücken hier kann man ja kaufen. Entweder diese rote, die habe ich eigentlich normalerweise ganz gerne. Diese graue sieht so ein bisschen bäh. Als hätte jemand vergessen, da in diesem Modell die Farbe einzubauen. Also, kaufen wir uns, kostet mal eben 40.000, das ist mir aber Latte. Weil die sich lohnt. So, kompatible Gegenstände. Britisches 303 Geschoss mit Polymerspitze, mit Durchschlagskraft, Waffenklasse 4 bis 8, also genau das gleiche, was die 3006 auch hat. Ne? Die holen wir uns natürlich dann nehmen, die zufolge auch mal ein paar Schüsse mehr, denn die werden wir häufig brauchen. Deswegen 40 Schuss dazu. Das, die Teilmantelgeschosse, die TMG, ist klar. Ne? Das ist jetzt mit mehr Aufpilzung und weniger Durchschlagskraft. Überlege ich mir irgendwann auch mal zu holen, aber derzeit hat nicht. So. Waffenklassen, also für Tiere, ab Wildschwein, Wölfchen, die gibt es hier glaube ich aber nicht. Rotwild, Bären und durchaus auch Elche. Also Bisons dafür nicht. Aber die gibt es hier auch nicht. So, das große Zielfernrohr könnte ich mir noch holen, will ich aber nicht, weil ich das viel zu selten benutze. Das Genzero Nachtfernglas und das 4x8 und das 1x4, die passen ebenfalls hier drauf. So, dann nehmen wir das Gerät Drillingsgewehr und den Alexanderbogen hier mal ganz schnell weg. Die Sporter kommt da drauf. Jetzt überlege ich mir gerade, welche Waffe hatte ich denn mit Grigol hier drauf noch? Die Deckers nicht, die Ranger nicht. Ich merke gerade, mir fehlt eine Waffe hier. Für Großwild, die habe ich aber nicht. Wenn ich das da drauf packe, wird es aber langsam kritisch. Ich stehe da mit vier Waffen da so mache. Das dürfte vielleicht gerade gehen. So. Die Sportler, die Solo die Waffen habe ich ja, den Grell habe ich auch. So, das sind die für den Drillingsgewehr. Entschuldige, dass ich jetzt gerade so ein bisschen halb vor mich hinmurmel. Aber ich muss ja gucken, dass ich auch ein vernünftiges Loadout hier habe, dass ich auch wirklich sagen kann, jo, mit dieser Ausrüstung kann ich auch was anfangen. So, den Glück-Lugrufer für Hirsche. Muss ich die Sika-Hirsch gibt es hier. Ja, das habe ich schon gehört. Räuberlockpfeife Hase. Weiß ich nicht. Weil ich nicht weiß, ob es hier Räuber gibt. Truthähne gibt es hier definitiv nicht und Papitis gibt es hier schon gar nicht. Also hauen wir die auch weg. So, dann nehmen wir noch die Schnauben, die Geweihrassel auf jeden Fall. Rehwild habe ich hier keines gesichtet. Wildschwein gibt es hier. Und damit sollten wir auch damit weitestgehend passend sein. Hier habe ich noch die Hochsitze und die Dreibeiner. Die brauchen wir jetzt aber jetzt erstmal noch nicht. Da habe ich jetzt erstmal noch keine, sondern nicht die Spots gefunden, wo ich dann sagen kann, da passt die hin. So, dann gehen wir mal die Sporter, die setzen wir mal auf die 9 mit der britischen 303 und dem Visier. Und die Greg kommt natürlich hinten auf die, na so schnell, auf die Nullposition, wo ja eigentlich traditionell meine große Munition steht, meine großen Waffen stehen. Ne? Ich normalerweise für Tiere der Stufe 8 bis 9 auch reserviert habe. Ja klar, Greif hat ja ein eigenes Zielfernrohr. Ja, Solokim für die guten normalen Schüsse, Wiegeland für die kleinen Schüsse. Die Sporter ne, für die Klassen 4 bis 8, also für die mittleren bis höhere Tiere und das Greif durchaus für die großen.
Damit sind wir dann ausgerüstet. Und da ist er dann. Da ist jetzt das neue Gewehr. Ja. Hört sich sehr markant an. Hat also ein eigenes Schussgeräusch. Also auch ein deutlich eigenes Schussgeräusch. Wir werden jetzt gerade heute mal nicht die Mission machen. Das heißt, wir würden jetzt nicht dahin gehen, wo wir eigentlich hin sollten. Sondern wir gehen jetzt hier mal zum ersten Aussichtsturm. Was war das? Ein Dammhirschbrunftschrei. Okay. Planänderung. Wir gehen nicht zum ersten Aussichtsturm. Sondern wir gucken mal, ob denn nicht irgendwo hier noch was zu sehen war. Mit Dammhirsch. Wenn es ein größerer Dammhirsch, kann man mit dieser neuen Waffe auch sehr gut schießen. Die liegen instant. Sie liegen instant, logisch, wenn man richtig trifft. Aber auch gerade für die Wildschweinjagd ist diese Waffe also eine Bombe. Absolut klasse. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir denn irgendwas zu sehen bekommen. Ja, das ist immer so die Sache. Und ich habe zwar den Call gesehen gerade, aber ich habe ihn nicht gehört. Das ist immer ein deutliches Zeichen dafür, dass das relativ weit weg ist. Man hat es so gerade eben noch wahrgenommen, wenn es so will. Wenn man so will. Entschuldigung. Knoten in der Zunge. Dann gucken wir mal, ob wir das dann... Aha. Rumpfschrei. Lockmittel, ich sollte die auch mal vernünftig hinlegen hier. Ich glaube, da hinten läuft noch was. Wenn wir da... Bingo. Oh, 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 oh. Der ist aber schon ein bisschen weiter weg. Aber schon ein bisschen weiter weg. Ja. Wäre kein guter Schluss drauf geworden, aber das wäre ein schöner Dammhirsch. Für die etwas nicht erfahreneren Jäger, die Gewichtsklasse, die das Tierchen gerade angezeigt, 82 bis 100, wäre so die Trophäenklasse Gold. Ja. Das wäre dann so die Variante, wo dann halt auch die Goldtrophäen drin sind. Alles, was bis 82 Kilo ist, gerade zum Beispiel, wenn ihr in Hirschfelden seid, ne? Ihr sollt Dammhirsch mindestens Goldwertung haben. Alles, was unter 82 oder bis 82 Kilo ist, könnt ihr da vergessen. Das ist alles Silber und niedriger. 82 bis 100, den wir jetzt gerade gesehen haben, der ist eine Goldwertung. Wenn er denn so um die 86 bis 87 Kilo hat. Oder 88, bin mir gerade nicht ganz sicher. 82 ist immer noch Silber. Aber die Schätzung, die man hier hat, um das Gewicht einzuschätzen, die gibt uns halt den wichtigen Indikator, ob das jetzt eine Goldwertung sein könnte oder nicht. So, dann wollen wir doch mal schauen, ob wir den Knaben irgendwo noch mal wiederfinden. Ja, der war also schon ein bisschen weiter weg. Deswegen finde ich auch keine Spuren jetzt derzeit.
langsam dürften die ersten Fußspuren hier auftauchen. Da tauchen die ersten Spuren links auf. Mag der Knabe denn hier hingegangen sein? Sorry, ich dachte mir, dass ich gerade was höre. Ganz schwach. Bin mir da erst nicht sicher. Das ist auf jeden Fall gut, frisch. Frisch ist die dritte Stufe, wenn man es so will. Die dritte Stufe innerhalb der frischen Grade der Spuren. Gerade eben. Kürzeste, also die frischeste Spur, kennt ihr ja. Sehr frisch, dann ist das Tier schon 20, 30 Meter weit weg. Frisch, dann gehen wir mal locker auf 100 Meter. Und dann stuft sich das weiter ab. Also je älter eine Spur ist, desto weiter ist das Tier auch weg. Desto länger braucht man, um dem Tier zu folgen. Wenn ihr also eine Spur alt oder sehr alt findet, dann könnt ihr mal sagen, alles klar, das Tier ist auf der anderen Seite der Karte oder hat schon einmal im Kreis gedreht und ist auf dem Rückweg von seiner Runde. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir den Knaben doch noch irgendwo finden. Denn so ein Golddarmhirsch, den lässt sich mir sehr ungern entgegen. Hinter mir. Merkwürdig. Entweder läuft da hinter mir jetzt gerade noch einer rum, was denn möglich wäre. Da muss ich aber aufpassen, da könnte der auf diesem Pfad hier, auf dieser Spur von dem Dammhirsch auch folgen. Nee. Würde ich jetzt gleich zwischen zwei Dammhirschen stehen. Vor mir einer, hinter mir einer. Kann aber auch sein. Das ist doch nur ein Baum, ne? Ja, das ist nur ein Baum. Da ist auch nichts. Kann aber auch sein, dass hinter mir ein weibliches Tier ist. Das würde mich dann nicht großartig interessieren. Trabend. Also etwas mehr. Etwas schneller im Schritt. Durch diesen Nebel sehe ich nicht großartig, wo das Tier sein könnte. 931 Meter. Es bewegt sich ja quasi mehr in Richtung des Aussichtsturms, denn da wollte ich eigentlich sowieso hin. Ne? Naja, ist ja putzig. Weitere Spuren. Mhm.
Hier bei diesem Account habe ich die zerwühlte Vegetation noch nicht freigeschaltet als zusätzliche Spurenart. Wenn das Tier jetzt so durch so ein höheres Gebüsch laufen würde, würde es die Vegetation, die Gräser, die Sträucher abknicken oder umknicken. Und man könnte daraus dann... Was war das denn? Wo kommt denn der jetzt her? Schlechter Schuss. Aber er kommt jetzt zum Liegen gleich. Wo kommt denn der her? Das ist ein anderer als der, den wir gerade hatten. Es könnte sein, dass das der war, der eigentlich ursprünglich hinter uns war. Behaupte ich mal. Oder er hat da oben eine kleine Rute, die ist da unten. Ach, guck mal. Der ist kleiner, das ist eine Silberwert und das ist das, was ich vorhin meinte. Oh, scheiße. Schlechter Schuss, schlechter Schuss. Na komm, bleib doch einfach mal stehen, dass ich dich auch... Gut, der hat auch getroffen, aber schlecht. Doch, ging ja einigermaßen. Die Waffe hat einen eigenen Klang, das habe ich ja gerade schon mal gesagt. War das gerade eben der letzte, der zweite, war derjenige, der hinter uns war. So, dann sammeln wir die beiden mal ein. Ob die Schüsse technisch jetzt auch gut waren, also der zweite war definitiv keine Goldwertung, das war eine Silberwertung. Punkt aus. Ja, definitiv. Der war von der Gewichtsklasse her nicht eine Goldwertung. Das hier dürfte jetzt der sein, der jetzt auch gekommen. Wir gucken das mal nochmal. Oh, das wäre 84 Kilo. Das wäre der, der eigentlich hätte Gold sein können. Hätte er nicht. Guckt euch das an. Der ist nicht, der ganz, ganz knapp an der Goldwertung vorbei. Selbst wenn ich jetzt hier einen vernünftigen Schuss gesetzt hätte, was ich nicht habe, weil der jetzt Rückgrat kriegt, wenn ich also die vitalen Organe getroffen hätte, wäre er von der Gewichtsklasse her über der 82 Kilo Marke, aber nur knapp drüber. Also er hat die 86 Kilo nicht erreicht und man sieht es hier auch, die Trophäenwertung 172,5 und für Gold braucht man 172,9, also 0,4 Punkte fehlen hier. Deswegen sage ich, mit 86 Kilo wäre der wahrscheinlich eine Goldwertung, mit 84,62 ist es das nicht. Das ist also noch nicht einmal eine Silberwertung, deswegen keine Silberwertung, weil ich halt kein lebenswichtiges Organ getroffen habe. Der Schuss war also doch nicht so gut, wie ich es mir gedacht habe. Egal. Versuch was wert. Dann wollen wir mal gucken, wo das zweite Tier abgeblieben ist. Da ist die Blutspur. Ein Warenruf. Da gibt es weiteres Dumbled. Habe ich schon mal erwähnt, dass es hier genügend Dumbled gibt. Also wirklich genug Dumbled gibt. Also Dumbled kann man hier sehr gut und sehr viel schießen. Ich habe gestern, wie gesagt, diese Karte angetestet mit meinem Hauptaccount, mit Grigul. Ich habe hier da ganze Herden weggeschlachtet. Also gerade hier in diesem unteren Bereich, wo wir jetzt hier gerade am Erkunden sind, viel Dumbled, viel Schweine, viel Ziegen. Kein einziges Rotwild bisher. Habe ich bisher noch nicht gesehen. Und auch diese Sika-Hirsche, die hier eigentlich auch sein sollten, sind mir bisher noch nicht untergekommen. Ja, und das ist, wie gesagt, das war der, den wir gerade als zweites geschlossen haben, wo ich gleich gesagt habe, das ist keine Goldwertung. Auch da das Gewicht 76 Kilo. Auch da der Schuss scheiße. Kein lebenswichtiges Organ getroffen. Und Trophäenwertung gerade. Zwar etwas um die Silberwertung, also Bronzewertung. Silberwertung von der Trophäenwertung, ja, aber Gesamtbronze, weil halt kein lebenswichtiges Organ getroffen worden ist. Ja, klar, ich habe es praktisch gesehen, hinten in den Darmbereich, in den Oberschenkel getroffen. Also bravouröse Schüsse waren das nicht. Gut. Ist aber auch nicht schlimm. Denn ich wollte euch ja nur erstmal so ein bisschen zeigen, wie die Karte hier aussieht. Was es hier so gibt.
und uns nun jetzt eben auf den Weg machen, den ersten Aussichtsturm zu begutachten, das nach Möglichkeit unter 30 Minuten. Die 30-Minuten-Marke haben wir jetzt gleich erreicht. Damit ist die Folge erstmal soweit abgeschlossen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir dann in Richtung des ersten Aussichtsturms gehen. Ja, Knoten in der Zunge schon wieder. Und dann schauen wir mal, was uns dann noch so begegnet. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal, Razorback. Razorback alias verwildertes Hausschwein. Nicht Wildschwein. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber das habe ich auch erwartet, dass sie hier sind. Denn mit Gregor, als ich hier gewesen bin, habe ich hier auch Wildschweine oder diese Razorbacks gefunden. Und die kann man auch, wie gesagt, mit dieser Waffe hier sehr gut beschießen. Gut. Das machen wir dann aber gleich. Wie gesagt, wir gehen dann jetzt erst einmal in die Pause, beziehungsweise wir machen die Folge hier zu Ende. Und wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, was dabei herauskommt. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.